Ja, also ich hoffe natürlich auf sehr, sehr viele Emotionen. Ihr werdet mich so nah erleben wie eigentlich niemand. Von daher, ich freue mich drauf. Lass uns beginnen. Wunderschönen guten Morgen. So, die Gang und ich sind unterwegs. Erste Amtshandlung, die Jungs müssen raus. Aber schockt, ist man direkt wach, kann man direkt stabil in den Tag starten. Ja, wir gehen immer so knackige 2 Kilometer. Das langt auch hinne, dann haben sie eh keinen Bock mehr. Und ja, mir reicht es dann auch meistens. So, langsam kommen wir wieder zurück. Die Boys haben alles erledigt. Jetzt gibt's Futter für die Jungs. Die Gemeinde wird natürlich geweckt. Raus aus den Federn und dann geht's weiter. So Leute, ab ins Gym. Ich zieh mich jetzt kurz um und dann sehen wir uns gleich in der Küche. Grill hier. So, Futter für die Boys. Bauen wir Booster, damit es ordentlich knallt. Was gibt's heute? Sag du es mir, was möchtest du? Also ich bin für Gummibär. Huh? This one or this one? What do you want? Is this product placement? Ja, ne? Nein, hallo? Jetzt stehst du Porsche ohne Product Placement. Sag. Einer hat wieder ihren inneren Monk hier. Schönen Lamm in die Gucci rein. Würdest du auch essen? Zeig mal, schon. Guten Geruch. Kischus, hab's nein. Die Jungs sind doch sehr zufrieden. Das ist richtig. Ey, Puccini, was sagst du? Das ist geil. Puccini, komm, Salz. Digga, die Hunde. Jetzt der Beweis, dass die Hunde regelmäßig Essen kriegen. Ja, und hau mal richtig rein, damit sie auch sehen, dass wir ein richtiges Leben haben. Nee, nicht zu viel. Ja, komm. Geil. Was wolltest du noch mal? Was ist das für ein Alibi-Ding hier? Was wolltest du? Kurz Meinung. Hank wollte, glaube ich, Wasser. Sorry. Sitz. Oh, yes. Was machen wir heute beim Gym? Im Gym? Heute auf jeden Fall Rücken und bisschen Chest. Oh, da sehe ich mich auch. Abfahrt. Cheers, los, rein damit, Abfahrt. Rein damit? Mhm. Also Leute, Sport ist durch, wie immer. Shake ist gemacht und ich habe ja gesagt, ich nehme euch mit oder wir nehmen euch mit. Spielvorbereitung, DFB-Pokal steht vor der Tür. Samstag ist es soweit, Derby-Zeit. Man ist sehr heiß. Gleich Interview mit Sportradio Deutschland. Ihr seid natürlich auch dabei, also Bounce. Laptop ist ready, wir rufen den Mann an. Und dann schauen wir mal, was sie von uns wissen wollen. Leitung, schönen guten Moin. Moin, moin. Moin, moin, so hört sich das an. Genau. Wunderbar. Weiche Flensburg ist der Verein und der Gegner heißt Holstein Kiel. Vielleicht mal eine Kampfansage raushauen. Die Störche können nach Flensburg fahren, sich das Stadion angucken und zweite Runde spielen aber wir. Wenn man jetzt auf so Profiportale guckt, wie zum Beispiel transfermarkt.de, um mal nachzuschauen, wie deine beiden DFB-Pokal-Matches bisher so liefen, dann kann man erfahren, dass du gegen Eintracht Braunschweig für den VfB Lübeck mal als Linksverteidiger aufgelaufen sein sollst, gegen Bochum dann im offensiven Mittelfeld. Beim 1:5 gegen Werder warst du gar nicht im Kader, damit haben wir auch schon erklärt, warum es dann in die Binsen ging. Aber wo erwarten wir dich jetzt gegen Holstein Kiel? Was ist deine aktuelle Position schon offensives Mittelfeld nach wie vor? Ne? Ja, ich werde schon auf der 8 spielen, also im offensiven Mittelfeld. Das ist auch eigentlich meine Position damals. Ist ja jetzt auch schon gut 9 Jahre her, glaube ich, das Spiel gegen Braunschweig. Da war ich noch ein bisschen schneller unterwegs. Da konnte ich hinten links noch ein bisschen Gas geben. Und von daher werde ich am Samstag, wenn der Trainer mich aufstellt, davon gehe ich aber aus, auf der 8 spielen wie immer. Wenn man der Underdog ist, dann muss man ja manchmal auch zu, sagen wir mal, spezielleren Mitteln greifen. Was habt ihr so in der Trickkiste, du speziell vielleicht auch? Hast du deinen Trash-Talk nochmal aufpoliert und hast dir was vorgenommen für das Spiel? Ziehst du die Zehnerstollen auf? Was ist da zu erwarten? Ja, so ein dreckiger Sechser bin ich jetzt nicht, der immer so dazwischen haut, aber ich denke schon, dass ich den einen oder anderen Spruch mal raushauen werde. Wie gesagt, man kennt sich ein bisschen und ich habe mir das Spiel gegen Schalke angeguckt, ich habe mir dazu meine Notizen gemacht, wir haben im Trainerteam auch zusammen gesprochen, in der Mannschaft zusammen gesprochen und von daher, ich werde jetzt nicht so viel verraten, aber wir haben auf jeden Fall einen Plan und ich denke auch, oder ich bin da optimistisch, dass der funktionieren wird. Muss man sagen, ja. Wir danken dir sehr, dass du für uns Zeit hattest für das Gespräch. Wir wünschen viel Glück, viel Erfolg beim Derby gegen Holstein Kiel, endlich wieder vor Fans, endlich gibt es
Jawohl, vielen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, euch auch natürlich einen schönen Tag. Danke sehr. Danke, ciao. Bis dann, ciao. So Leute, das war's. Das haben wir doch solide abgespult, würde ich sagen. Ne? Die klassischen Seriösen rausgehauen, klappen wir das Ding zu, Haken hinter, Kiel, wir rasieren euch. Was geht? Leute, ab zum Training. Erstes Training diese Woche für mich. Ich hoffe, ich kann spielen. Ich hoffe, ich habe keine Schmerzen. Man ist sehr aufgeregt, weil es wäre extrem Sünde, Samstag nicht spielen zu können. Und deswegen beten, beten, beten. Vorher noch ein bisschen Behandlung. Und dann Abfahrt und Samstag Kiel rausschmeißen. Ist das corny? Digga, du sagst immer, der Weiße ist corny, ne? Er hat einen schwarzen, Digga. Ey, ich hab gar keinen Bock, nach Hannover zu fahren heute. Oh, ich bretter so durch, aber morgen fährt jemand anders. Ich hab so keinen Bock. Sag's jetzt schon, morgen. Also, oder wenn wir früh wegkommen, kann ich fahren. Willst du meinen Platz sehen? Guck mal links neben Linden, da sehe ich mich. Ab da hinten in der Ecke, da sehe ich mich. Ab 17 Uhr, wenn wir später als 17 Uhr fahren, fahre ich nicht. Ey, na, wie geht's so? Ey, Dominiz, was machen Sachen? Nein. Ja. Sachen erstmal weg. Kann's schneller gehen? Also Leute, hier ist mein Wohnzimmer. Hier verbringe ich mein ganzes Leben. DFB-Pokal-Logo am Start. Es ist angerichtet. Ich nehme euch die ganze Saison lang mit. Ihr werdet Höhen und Tiefen sicherlich erleben, so wie es im Sport üblich ist. Ich hoffe natürlich mehr positive Seiten, viele Tore, viele Vorlagen, viele Emotionen, Torjubel. Meine Mannschaftskollegen werdet ihr kennenlernen, die Vereinsverantwortlichen werdet ihr sicherlich kennenlernen. Ganz kurz, von hier, genau dieser Spot hier, merkt ihr mich alle? Hier, 85. Minute, sage ich dir jetzt schon, 85. Minute. Freistoß, Halbfeld, 0-0. Bubs, Torque, Peto, Capitano steigt gegen seinen besten Kumpel Hauke Wahl hoch. 1-0, wir jubeln. Oh. Ja, also ich hoffe natürlich auf sehr, sehr viele Emotionen. Ihr werdet mich so nah erleben wie eigentlich niemand. Von daher, ich freue mich drauf. Lass uns beginnen. Das sieht mir aber nicht nach DFB-Pokal hier aus. Oder morgen wird der Platz gemacht, morgen Abend. Morgen Abend wird das ein Teppich sein und jetzt gehen wir mal rüber zum Trainingsplatz. Erstmal Eistonne, da sehe ich dich dann nachher. Eistonne sehe ich mich auch. Können wir alle einmal reingehen. Das sind nur unsere Trainingsbecher. Während des Trainings kommen die dann immer da rein. Also Leute, Trainingsplatz. Nur für uns. Teppich, sattes Grün. Das ist natürlich eigentlich nicht da, das ist jetzt nur wegen DFB-Pokal hier. Die Türme, nur für die Fernsehübertragung, ich weiß gar nicht, MDR, NDR, keine Ahnung, Sky, aber die sitzen wahrscheinlich im Stadion. Und ja, hier bin ich, fünfmal die Woche, am Ackern, am Wühlen, Blut, Schweiß und Tränen, Leute. Hier ist ehrliche Arbeit angesagt, das Regionalliga, hier ist ehrliche Arbeit angesagt. Das ist stille Treppe. Wer Widerworte hat beim Trainer, muss 10 Minuten da rein, kann sich einen aussuchen. Und Leute, jeden Freitag spiele ich von hier, genau von hier. Zeig mal drauf. Genau von hier. Ungelogen 97 Eckbälle. Nicht 98? 97. Jeden Warum Freitag. Nicht 98? Warum machst du nicht einen Schritt mehr? Nee, weil dann. Für Profi? 97? Ein Schritt mehr für Profi. 98 macht ein bisschen meinen Oberschenkel zu. Oh, da brauchst du Ausdauertrainer. Alt. Oh, ich rufe Athletiktrainer an, kriegst bis auf die Kelle. Ich bin da. So Leute, mein Coach, Thomas Seliger. Hallo. Samstag geht's los, wir sind bereit. Stadion ist auch ready. Wir rocken das Ding. So sieht's aus. Also Leute, kleiner Rundgang ist beendet. Jetzt geht's für mich in den Behandlungsraum, ein bisschen behandeln lassen, dann geht's ins Training und wir sehen uns dann nachher im Auto. Da sind wir, live aus dem Auto. Training ist durch. Taktisch nochmal gearbeitet, ein paar Abschlüsse gehabt, 9 Spieler geholt, ganz guter Mann, gefällt mir richtig gut, bin sehr gespannt. Ja, jetzt ab nach Hause, 300 Kilometer, sind auf dem Tacho. Morgen Hochzeit, Alex und Eveline heiraten. Und das Wichtigste, mein Fuß hält. Sehr bereit für Samstag und jetzt ein bisschen was vor uns. Ich habe auf jeden Fall sehr Bock, euch die Saison mitzunehmen. Bin sehr gespannt. Also,
Thank you.